Guten Morgen, Leute. Willkommen zu einem neuen Vlog auf diesem Kanal. Und ja, heute geht es nicht weit weg. Heute geht es in die Hall of Games in der Halle. Also hier 10 Minuten von mir weit weg. Und wir spielen LEDS Quali, also Stage 1, wie damals, sage ich mal so. Nur, dass es da halt dieser komischen anderen Quali-Punkte gibt als letztes Mal. Ich sah erst mal die Musik aus. Und dann zeige ich euch mal, was ich heute spiele. Es ist nämlich keine Inferno. Nein, ich möchte meine Jungs mal ein bisschen trollen. Und dachte mir, ach komm, ist jetzt eh Ende des Formats und macht es auch so keinen Spaß mehr mit Inferno, als jetzt das Format durchzuziehen und musste auch nicht. Und da habe ich mir gestern Abend in 5 Minuten was aufgebaut. Seht ihr jetzt? Da ist Beryl, das sagt glaube ich alles, ne? Und so, ganz gruselig, Burner. Einfach mal schön das Top 16 Rimini mit Burner Deck kopiert. Bisschen verändert, weil ich dachte so, ja, ich brauche jetzt hier auf meinen Locals keine hier Winter Sherry oder wie das heißt, und ich wollte halt ganz einfach spielen ohne Side Deck oder Extra Deck, einfach nur das Main Deck 40 Karten, dann haue ich die weg und dann läuft das schon. Na gut, schauen wir nachher uns das mal an. Jetzt wird doch gefrühstückt, dann geht's los. Da sind wir auch schon in der Hall of Games angekommen, es sind ein paar Leute da. Max ist da, Chris ist da, Lasi, Boy ist da, Nick ist da. Alexander steht hier neben. Ich glaube, er heißt Alexander. Und ja, es ist ein bisschen düster hier. Ne? Sieht auch ein bisschen verregnet aus draußen. Jetzt frage ich erstmal Lars, ob er einen Kaffee für mich hat. Lars, hast du einen Kaffee für mich? Klar. Ja, sehr gut. Gut. Einen schwarzen. Schwarzen Kaffee? Ja, ich bin da sehr tolerant. Gut, neuer 10, 12 Leute. Sehr cool. Karamba, die AB ist der Beste. Karamba ist der Beste. Was? 2, 4, 5, das stimmt doch. Nee, damit die Leute deine Deckliste sind. Wie, was? Nein? Dein Video. Ja, das wissen die schon. Ach so, okay. Aber die hier sollen es noch nicht wissen, was ich heute spiele. Ich spiele das nur wegen dir, weil du gestern meintest, ich spiele eh wieder Inferno, weißt du? Jetzt hast du das davon. Du wirst nachher richtig dolle dich ärgern. Ich werde sowieso heute übelst abkacken. Gut. Hat das mit den Karten gepasst? Ja klar. Sehr gut. Ja, ne. Was? Die auch? Okay. Das wird heute ganz interessant. Ja. Alles klar. Gut. Dann trinken wir mal ein Käffchen. Das Turnier fängt an mit 16 Spielern. LLDS in Halle. Mein erster Gegner ist der Tino. Den kenne ich schon seit Ewigkeiten, da war ich 15, 10 Jahre oder so, kenne ich dich schon, außer Odyssey, ne? Nee, du warst 14 damals, oder 14. Enrico war damals 12. Ja genau, das könnte passen. Und jo, er hat jetzt ja die Laden mal wieder entdeckt und ist schon seit einer ganzen Weile hier wieder aktiv mit dabei, wa? Seit jetzt mittlerweile wieder knapp 4 oder 5 Monate sind. Ja, und jo, dem macht Yugi immer noch Spaß oder wieder Spaß, ja. Und hat hier sich eine eigene Matte gebastelt, so mit so ein paar Retro-Karten, mit so ein paar alten Sachen und ein paar neuen. Die Idee von Orikalkos darf natürlich nicht fehlen. Und er hat sogar schon die Linkzonen angeklebt. Ergänzt, genau. Cool. Ja, dann darf ich anfangen und viel Spaß. Erste Runde war schon ziemlich anstrengend für mich gegen True Draco. Ist ziemlich krass, wenn der Masterpiece liegt. Aber nein, Tino hat noch gesided. Er hat so einen Softblock erzeugt mit den Timelords und dem Duft. Ich musste, weil ich halt nur Zauberkarten hatte, alles legen. Dann kommt er mit den Zaphirn. Dann muss ich ihm alles zurück. Und jetzt fängt Runde 2 an und ich muss gegen Max. Hallo, wir spielen. Infernity gegen Burner. Infernity FTK gegen Burner. Ja, das hört sich nach Spaß an. Jo. So schnell kann es gehen. Nicht mal eine Stunde hier und ich stehe 0-2. Hab ja gerade schon gesagt, hier gegen Max muss ich, der kam ja freudestrahlend an. Ja. Hat mir zweimal FTK gegeben. Ich hab sogar Jens spielt Chainburn. Ja. Und hab mir so gedacht, spielt Infernity FTK ist mir scheißegal, dass er Chainburn spielt. Ja, also mega, die Kombo hier mal live zu sehen. Und erste Runde lief gar nicht so schlecht, da fehlt mir noch 800 Punkte. Anstatt der Missionsmauer hätte ich da gerne noch einen Secret Barrier oder irgendeinen so kleinen Rotz gehabt. Na gut, und zweite Runde, ja, habe ich ihm 2-4 Schaden machen können oder nee. Quatsch, Twin Twister. 3-7. Ja, aber der Twin Twister war ja recht wurscht, war sogar gut, da habe ich 1000 Schaden mehr gemacht, ja, durch den Secret Blast. Naja gut, da haben wir unseren Tryhard immer noch mit Zodiac gegen... hier Vault Chalice spielt er gerne auch immer noch. Da drüben haben wir Draco gegen, weiß ich noch nicht. Und Lars? Ja, du bist auch auf Burner umgestiegen. Ja, ich stecke jetzt auf Magic um. Das ist besser. Oh, gib mir alle Burner-Spieler. Ich mach sie alle kaputt. Na gut, ich mache jetzt ein Päuschen. Und dann 4 Runden oder wie? 4 Runden. Ja, yeah, kann ich ja noch 2-2 gehen. Ich mache jetzt erstmal nach Runde 3 Videos, wie die Jungs Videos gucken auf YouTube. Ja. Ja. Yeah. Und Teil steht 3-0. Ja, ja. Der Tryhard mit Zodiac. Theoretisch 2 hätte man ja. Episode 30 schon? Naja, 3-0. Ja.
Jo, ich habe auch meine Runde gewonnen. Das sind einfach nur Videos, wie Leute sich im Hearthstone aufregen, dass sie irgendwie schlecht verlieren oder so. Okay. Das ist aber gar nicht tot, oder? Ja, gut. Naja. Guck mal noch rum. Wer denn hier noch so da ist. Ein paar Magic-Spieler haben die auch noch gefunden. Und Teil, macht es dir noch Spaß, das Format? Nö. Ich warte auch nur ab, bis es tot ist. Ja. Aber jetzt folgen. Bist du content? Ja. Wann kommt das nächste Set? Wann bist du mal wieder da zum Aufmachen? Ich vermisse dich schon. Ich vermisse dich, weil Mittwoch ist da. Und Montag. Hä? Oder? Montag auch. Ja, Montag und Mittwoch. Ja. Siehst du? Ich vermisse dich trotzdem. So, Lars, der stöbert gerade im Magic-Kram rum. Was war eigentlich jetzt? Hier spielen die anderen Tische noch. Du bist auch zu null, ne? Hier haben wir noch den Alex mit Zodiac gegen ein Ghost Ogre Control Deck. Draco. Ah, ja, für Draco ist wieder da. Ghost Ogre Control. Einfach nur das ganze Deck. Hast du deine Spiele gewonnen? Bis jetzt stehst du null, ja. Cool. Ich habe jetzt Trickster, Zodiac und deinen Chainburner Platz gemacht. Ja, ich stehe 1-2. Vor allem jetzt gerade eben gegen Chris, er hat so geflucht. Ich habe wirklich jeden, jetzt mal am Anfang starten können, entweder mit Skill Drain oder mit Marsch der Monarchen, was ihn komplett ausgekontert hatte. Und jedes Mal, wenn ich einen Topf der Dualität benutzt habe, wirklich jedes Mal kam dabei eine Card of Demise von 0 auf 3. Übrigens, Tino hat versucht zu reden. Man wird es wahrscheinlich nicht verstehen, weil er viel zu leise war. Entschuldigung, ich kann nur schreien. Runde 4 ist vorbei. Ein krasses zweites Spiel gerade gehabt gegen den Philipp. Ich habe 0 Deck. Karten, also eine habe ich noch, ziehe die, ist eine Dimensionsmauer. Er spielt Monarch, nach den 2-8er draußen liegen, ich habe nur noch, ja, es hätte gereicht, hätte es mich tot gemacht. Ja. Er wollte halt nicht, dass ich durch Decktod sterbe, nein, er hat gesagt, ich greife an, dann rennt ich bei der Dimensionsmauer und hatte zwar einen Marsch der Monarchen, aber die Dimensionsmauer, die zielt ja nicht. Und dadurch hat er jetzt seine letzten Punkte sich selber abgezogen, anstatt einfach zu sagen, ja, du bist dran, ich konnte nicht ziehen, ich wäre dann Decktod gegangen und das 1-1. Nö, er hatte keine Lust, die Runde zu gewinnen. Möchtest du dazu irgendwas sagen? Das werde ich mir merken. Ja, auf jeden Fall. Ganz einfach. Einfach sagen, jo, ich mache nichts, du bist dran und raus ist man. Aber gut. Ich weiß nicht, habe ich da von Max gerade gefilmt oder guckt er sich noch was an? Der liegt da so faulenzend auf der Couch. Bisschen dauern. Gut, Endergebnis 2-2. Ich glaube, das Finale wird da gerade drüben ausgespielt zwischen Tino, gegen den ich die erste Runde verloren habe, mit seinem Draco-Pur, gegen Teil, der ja sein Zodiac-Pur spielt. Die werden hier noch um eine Matte betteln. Und das war's dann an dieser Stelle auch. War ganz lustig, ganz cool hier. Philipp, ich wünsche dir noch einen schönen Tag. Ich dir auch. Jo, und denk dran, gegen Burner immer sicher spielen. Mittagszeit. Der liebe Chris war so lieb und hat mir das vom Asiaten mitgebracht. Ja, ganz normal. Nudeln, Hühnerfleisch und so. Aber sie haben meine scharfe Soße vergessen. Die haben sie bei mir draufgepackt. Ja, bei ihm sind sie dann gelandet. Ich habe jetzt aber nur gegen den verdammten Heavy Storm das da verloren. Also Teil 4-0 finde ich gut. Was? Finde ich gut, dass Teil gerecht hat. Nee, doch, es ist in Ordnung. Du hast jedes Spiel mit Skill Drain gewonnen. Was? Du hast so verdient verloren. Wieso? Weil du jedes Spiel mit Skill Drain gewonnen hast. Bei ihm habe ich jedes Spiel mit die Mais gewonnen. Nein, du hast nur durch deine Softblock gewonnen. Bei dir habe ich mit Siphon gewonnen. Ich habe bei dir die Backroll gestanden. Der Siphon hätte gar nicht so viel gemacht, hättest du den Duft nicht mehr gehabt. Der Duft war das. Das ist ja mal gekommen. Jetzt war es okay, das juckt mich echt nicht. Nein, das war kacke. Ich wollte das Turnier gewinnen mit Burner, ja. Ah ja, egal. Auf jeden Fall. Wie gesagt, ich habe jetzt nur wegen diesem verfluchten Heavy Storm das da verkackt. Tja, der ist gut, ne? Also die erste Runde habe ich ziemlich hart gewonnen, also war ein sehr, sehr langes Spiel. Zweite Runde Heavy Storm Duster, dritte Runde Heavy Storm Duster, vorbei. Na gut. Gut, Chris. Und geht heute noch was bei euch? Das ist das, was wir bearbeiten, gerade was in der Eisenhütte. Ja. Ja. Nee, ich glaube, wir spielen jetzt gleich noch eine Runde Magic oder so zum ersten Mal. Okay. Einen noch nie gespielt. Das Glatt hat mich herausgefordert, hat auch noch nie gespielt. Ja, schön, mach das mal. Und ja, Tai hat dann LLDS hier Runde 1 gewonnen in Halle. Kriegt ein paar Punkte. Ich weiß gar nicht, wie viele Punkte bekommt ihr da als Sieger bei dem ersten Mal? Ich fand das System so scheiße. Ja, weiß irgendwie keiner so recht. Ja, schreibt es in die Kommentare, weil ihr wisst, wie viele Punkte ihr als Sieger bekommt nach 4 Runden und mit 16 Leuten. Das wird mich mal interessieren. Meine Startfuß leicht natürlich noch nicht geöffnet. Guck mal, dass man einen hier von der Fiat-Platte aus hat, das man auch schon gemacht. Und da haben wir... Oh,
Die ist gut. Die ist gut. Jetzt noch ein bisschen was. Nächstes Meter, ich hab jetzt die Kopf. Und ziehen wir noch einen Fireball-Train? Nee, aber noch einen Trickster. Irgendwas sagen dir deine Booster. Ich glaub, du solltest Trickster spielen. Ich ging ja heute schon in die Richtung Würmer, ne? Das war ja die Übung und jetzt. Oh, das ist auch immer. Nee. Naja, aber immerhin ein Ultra. Die ist gut, ja. Gut, so viel dann aus der Hall of Games und bis bald. Ciao.